Weiter geht's mit Part Nummer 8 unseres Half-Life 1 Let's Plays. Das letzte Mal sind wir in den, es müsste der Lambda-Komplex schon gewesen sein, in dem die Aliens oder die ersten Aliens auch als Versuchskaninchen gehalten wurden. Wir haben wieder viele, viele freundliche Soldaten gefunden. Gestartet hat das Ganze, nachdem wir entführt wurden und wir ohne Waffen in einer Müllpresse aufgewacht sind. Oh, jetzt mittlerweile haben wir wieder ein paar Waffen zurück. Um nicht zu sagen, alle, die wir vorher hatten. Und wir haben sogar eine neue bekommen. So. Ja, yeah, let's go. Ob der jetzt mitkommt oder? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Muss ich gucken, dass ich hier heile runterkomme. Aber. Danke, Ladescreen. Du hast mir gerade 9 HP gekostet. Sehr groß. Ja, mal gucken, ob wir mit den 7 HP weit kommen. A scientist. Thank God. Get us out of here before those military drones figure out where we're hiding. We all have retinal scanner access. Escort us to the lobby and we can get out of the lab. You'll have to shut down the surgical unit first. Peter switched it on, but I'm afraid he never made it back. Eine Surgical Unit, ja. Das sieht auch unbedingt aus wie ein Gerät, dem ich meine Gesundheit anvertrauen würde. Oh, ich hätte mich auch vorher nochmal heilen können. So sicher ist aber, speichern wir nochmal ab. Oh ja. Don't worry, I am a doctor. Hast du noch was für mich? Lead the way. Let's stay here. Let's go. I don't suppose you reconsider. Ich kann nur einen mitnehmen, hat dann den, der mich geheilt hat, ne? Ich meine. Warum sollte ich den anderen mitnehmen? Der hat mich nie geheilt. Der war gemein zu mir. Ne, gut, das war er auch nicht. Immerhin. Ich kann mich aber grob. Ich meine mich daran erinnern zu können, was passiert, wenn er die Tür aufmacht. Und ich bin der Meinung, dass ich mit meinem aktuellen Leben da relativ wenig Chancen habe. Ich speichere mal, bevor er die Tür geöffnet hat und schaue nochmal nach, was passiert. Okay, das hier ist auch noch hier Lambda-Komplex. Was ist denn das? Gut. Bei den Texturen ist das Lesen nicht sonderlich einfach. Also nicht der Lambda-Komplex. Macht auch nichts. In den Kopf. Ah. Dö. Ja, du darfst die Tür ruhig öffnen. Das ist nicht. Ich habe in irgendeinem Spiel die Szene gehabt, dass ich so eine Lobby hatte und es kamen sehr viele Soldaten. Und ich hatte in dem Fall auch wenig Leben. Aber das wird dann wohl eine andere Stelle, ein anderes Spiel gewesen sein. Ich lasse mich jetzt töten und lade. Ich hatte nämlich nicht die Absicht, da mit 20 HP in den Gegner reinzurennen. Das war doch schon mal besser. Euch da oben kenne ich auch schon. Ich habe keine Granaten. Aber ich habe lustige Satchel Charges. Dort ist nichts mehr. Und dann geht's in den Berg, wa?
Das machen wir aber aus sicherer Distanz. Kann man hier hoch? Nee. Ich habe das Gefühl nicht los, dass man da hochgehen sollte, wenn man das Ding aufmacht, aber. Okay, das ist scheinbar nicht so wild. Laden wir erstmal nach. Okay, ich sehe schon, ich habe viele Freunde draußen. Gehen, wenn ich dann ein bisschen drauf rumschieße. Ja. Ja. Okay, mal ganz viele Health Packs. Das ist doch schon mal ein Vorteil. Oh. Das will mir auch nicht gefallen, aber. Nein, nicht auf mich schießen. Weiter. Geöffnet oder so. Ah, da unten sind Knöpfe. Oh. Oh, oh, oh. Habe ich schon. Oh, Knopf gedrückt habe ich auch schon. Ich habe auch schon mehr fertig, selbst Luft zu jagen. Das Ding ist, das betätigen wir mal direkt. Ich drehe mich nicht um, da ist kein komisches, riesiges Monster, was mich gerade töten möchte. Nein, 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 da ist nichts. Ach, geh weg. Und ich ertrinke. Oder werde zerfleischt. Teilweise. Gut, dann gehen wir jetzt auf Wiederjagd. Großes, ominöses Viech. Wieder. Ach, muss reichen. Okay, rechts rum geht es nicht weiter, links rum ist aber auch nicht weiter. Hä? Oder vielleicht schon an der Propellerscheibe da vorbei, an dem Propeller. Komm schon. Geh auf, geh auf, geh auf, geh auf. Ja. Sehr schön. Luft holen. Eieiei. Kann man den eigentlich runterschießen oder sowas?
Mehr ist hier nicht zu holen. Aber immerhin. Viel Energie ist immer ein schlechtes Zeichen. Wunderbaren Sterbeanimationen. Speichern wir lieber noch mal mehr. Oder dahinter gibt es noch Minen. Das war sehr pfiffig von mir. Mal wieder. Ist aber interessant, was hier alles im Berg, gelagert wird. Ich meine, ich fand es ja schon ziemlich interessant, was in den Lagerräumen alle gelagert wird, aber dass man alles in irgendwelchen Felsspalten findet. Oh ja, da gibt es Minen. Super. Ob man hier am Rand lang kommt oder. Ach, ich glaube mal hier hoch. Oh. Offensichtlich nicht weiter. Hier ist nur eine Soundquelle für Wildtiere. Hier. Ist hier weiter oder komme ich hierher? Dort hier geht's weiter. Ne, hier komme ich her. Ich check gerade nicht so ganz genau, wo ich auch hin muss. Das ist auch ein Brain Catch. Aua, Mann. Aber ich glaube, ich habe den Weg gefunden. Den war es mal positiv. Einfach.
kann. Eieiei. 39 HP haben wir noch. Das war auch mal ein schicker Jet, ne? Oh fuck. Was habe ich gerade gesagt? 39 HP haben wir noch? Ich meine natürlich 15 HP haben wir noch. Ja, lass mich mal in Ruhe, blödes Ding. Habe ich 15 gesagt? Ich meine 7 HP haben wir noch. Ich meinte natürlich, wir sind tot, aber es war schön. Ja, ja, ich speichere wieder exzessiv. Wenn ich dir mit einer Shotgun ins Gesicht schieße. Robots exzessiv speichern. Nee. Ach ja, muss auch mal sein, ne? Habe ich gehört. Muss auch mal sein. So. Meine Fresse. Der stand da drunter irgendwo. So. Zwei Peiniger weniger. Sieht auch schön aus, wie die Waffe langsam runter slidet. So, den Sprung haben wir geschafft. Speichern. Den habe ich fast vergessen, ich bin so gut wie tot. Vielleicht sollte ich doch... Es gibt aber in Half-Life 2 ein ziemlich ähnliches Segment in irgendeinem Teil, oder nicht? Das kommt mir gerade alles so ähnlich vor. Kaputt, Hells aufgeladen, speichern. Ja, das ist so. So eine Gebäudefront, also so eine Gebirgswand kann natürlich auch als Lager und sonst was dienen und dann muss man da auch Leitern anbringen. Vollkommen normal für einen Hochsicherheitstrakt, dass man ihn gut sichtbar an irgendwelchen Wänden anbringt. Ich bin mir sicher, das muss so. Eine Tür. Nein, Türen beunruhigen uns nicht. Wir haben keine Angst vor Türen. Boah. Die Grafik ist so gut, ich könnte fast Höhenangst bekommen. Ja. Es ist gerade etwas anstrengend mit so wenig Leben und so vielen Toten. Hä? Och Leute, das zählt jetzt aber nicht als tot, dass ich hier feststecke, oder? Das ist ein Bug. Klingt auch lustig, ne? Ich lade mal. Quick, quick. Oh, jetzt.
Naja, egal, da ist nicht viel passiert. Den Weg laufen wir nochmal an. Das ist das zweite Mal, dass ich wo verstecke. Den ersten Part habe ich nicht auf Video gebannt gekriegt, weil ich da versehentlich mit Boxen gespielt habe und so die Audioaufnahme wegschmeißen konnte. Ja, ich muss hier gerade mit Headset spielen. Guck mal, Musik im Hintergrund. Wird noch leise. Das macht mich nicht mehr erschreckt, aber immer noch erwischt. So, jetzt speichere ich aber vorher, nicht, dass ich wieder im Schacht stecken bleibe. Hey, diesmal bleibe ich nicht stecken. Sehr schön. Machen wir auch mal links lang, wa? Und seinen Teammates erwischt. Das zählt aber wieder als tot. Kommen wir besser rechts lang? Ich probiere das mal aus. Ich meine, haben wir nicht viel. Oh ja, wir können wesentlich besser rechts lang. Ich hätte jetzt nicht so eine Ballersektion, aber irgendwie habe ich auch keine Lust daran zu sterben. Von daher hüpfen wir einfach mal in den nächsten Schacht rein, wa? Ah, oh, rechts war gut, gehen wir wieder rechts. Oh, oh, das ist wieder eine offene Stelle. Dann gucken wir diesmal wieder links. Links geht zurück. Das ist ja, mal eben speichern und mal einen Blick riskieren. Jetzt konzentrieren die sich hoffentlich alle auf die Stelle. Die Granaten werfen haben sie es auch nicht so. Oh, die schmeißen die sogar rein. Nicht schlecht. Also. Zumindest schon ein gutes Ablenkungsmanöver mit sich behaupten. Mit Tunnelgräben und alles. Haben die das jetzt auch frisch gebaut oder ist das, gehört das hier doch? Fuck, da ist ein Panzer. Ah. Okay, folgendes. Wir speichern nochmal wieder. Und hey, ist auch heil. Vielleicht können wir ihn damit einfach mal zersensen. Ich habe keine Ahnung. Tja, das hat doch gut funktioniert. Die Knöpfe drücken wir noch nicht. Das ist eine Panzerwerkstatt. Ja, das hat man jeden siebten Ei. Selbst die sind hier mit drauf gegangen scheinbar. Wir nehmen natürlich noch alle Kisten mit. Wir brauchen alles an der B, was wir kriegen können, so wenig wie wir haben. Okay, das kriege ich, sollte jetzt kaputt gehen. Das noch. Den einen HP nehmen wir auch noch mit, natürlich. Und dann gibt es da vorne einen tollen Knopf, auf den wir drücken können. Ausnahmsweise mal keiner in den Ecken. Aber einen langen Weg vor uns, der nicht berechnet. Okay, das war noch nicht genug. Das war aber genug. Speichern. Ist
da weitergeht, geht es hier wahrscheinlich nicht weiter. Oh, sieht nicht so aus, als gäbe es hier irgendwas zu holen. Au! Was werft ihr denn so gut? Wer? Nee, gut. Ich finde das gerade irritierend, dass das in manchen Bereichen ist man vielleicht niedrig an HP und in manchen Bereichen wird einem dann wieder Health hinterhergeschmissen. Oh, geht's hier doch nicht weiter? War das eine kleine Stelle, um ein bisschen Health zu kriegen? Sieht so aus, wa? Ich sehe keinen Weg. Kann ich doch vielleicht das Tor da hinten mal versuchen zu berühren, ob es dann aufgeht. Mag ja durchaus sein. Oh ja. Geht doch hier weiter. Sprechen wir nochmal. Delete klingt nicht gut. Hä? Einheiten. Nee, das wird die ganze Welt nicht gemerkt haben, was hier vor sich gegangen ist. Jetzt die Gegend, wenn die Außerirdischen schon mit Luftschiffen angreifen, dann ist bestimmt alles unentdeckt geblieben. Das wird keiner mitkriegen. Kein Problem, das kann man ganz leicht covern. Da machen sie sich mal gar keine Sorgen. Muss hier über die Decke runterkommen, das finde ich auch sehr unangebracht. Ah, wisst ihr was? Die halbe Stunde ist auch schon wieder fast um. Ein paar Videos waren ein bisschen kürzer, ein bisschen länger. Das hier wird jetzt ein ganz kleines Stückchen kürzer und dann können wir mal gucken, nächstes Gebäude, was es hier drin so zu holen gibt. Over and out.